Hallo und willkommen hier wieder zu einem Deckprofil und zwar zu meinem weißen Drachendeck. Natürlich die Deckbox vom Film. Hier ist auch noch das Drache, aber das machen wir ja okay. Und das beginnen wir zuerst mal mit dem ganz normalen Main-Deck. So, es ist natürlich zuerst 10 Last dabei. 10 Last ist immer gut, um natürlich Monster vom Friedhof zu beschwören. Und jede Menge dafür. So. Dann haben wir noch einmal Landformen für zweimal Mausoleum des Weißen. Mausoleum des Weißen hat einen sehr guten Effekt eigentlich. Man kann ein Stufe 1 Lichtempfängermonster zusätzlich als Normalbeschwörung beschwören und man kann dann ein offenes Monster wählen, das ich kontrolliere, ein normales Monster von meiner Hand oder von meinem Deck auf den Friedhof legen und das Monster bekommt 800, also jetzt in dem Sinn, weil es ja was Drachen ist, bekommt ATK und Defensiv in Höhe der Stufe mal 100. Und wenn die im Friedhof ist, kann ich sie verbannen, um Drachenodem der Zerstörung zu bekommen. Die erlaubt es mir, indem ich einen, wenn ich einen blauigen weißen Drachen kontrolliere, alle Monster von meinem Gegner zu zerstören. Dafür kann er halt dann nicht mehr angreifen. Ja, aber es ist so eine Karte, die kann ich mal immer wieder gut gebrauchen. Dann natürlich dreimal in Zahlungsnahme, ein Stufe 8 Monster abwerfen und zwei Karten ziehen. Zweimal Ruf des Silbernen kann ich ein normales Monster von Drachen auf meinem Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Dann habe ich dreimal Drachenschreien. Ich kann ein Monster von Typ Drache von meinem Deck auf den Friedhof legen. Falls es ein normales Monster ist, was dann in meinem Friedhof ist, dann darf ich noch zusätzlich nochmal ein Drachenmonster von meinem Deck auf den Friedhof legen. Und ja, das ist natürlich sehr gut für dieses Deck. Dann noch zweimal Melodie des erwachenden Drachen, dass ich es rauskriege. So, wirf eine Karte ab und dann füge deiner Hand bis zu zwei Monster von Typ Drachen mit 3000 oder mehr ATK und 2500 oder weniger defensiv von meinem Deck hinzu. Eine Suche-Karte sozusagen, die sehr gut in dieses Deck natürlich reinpasst. Und ich meine, er schaut auch aus, als hätte er da eine weiße Drachengitarre. Also eben, ja. Dann Rückkehr der Drachenherren. Man kann eine Stufe 7 oder 8 in den Friedhof Drache wählen, Spezialbeschwörung beschwören. Und einmal pro Spiel, also einmal, falls ein oder mehr Monster von der Drache, die kontrolliert durch einen Kampf oder Karteneffekt zerstört werden würden, kann ich stattdessen die Karte von meinem Friedhof entfernen. Auch sehr gut. So, das waren mal die Zauberkarten. Es gibt keine Fallenkarten hier drinnen. Und jetzt dann nun natürlich zu den Monstern. Die Monstern sind. Okay, kann man mal ein bisschen scharf stellen. So. Effektverschleierin ist an Stufe 1 Licht und Empfänger und ich kann natürlich während der Mainphase eines Gegners einen Monster-Effekt annullieren. Dann zweimal Meister mit den blauen Augen. Ich habe ihn eigentlich drinnen, weil er, okay, er ist Stufe 1 Licht und Empfänger. Und falls diese Karte als normal beschwören wird, darf ich einen Lichtempfänger von Monster von Stufe 1 in meinem Friedhof wählen und in meiner Hand hinzufügen. Natürlich könnte ich Effektverschleierin auch nehmen. Und wenn die im Friedhof ist, darf ich einen Effektmonster wählen, das ich kontrolliere, auf den Friedhof legen und was ich das dann tue, darf ich einen Blaugig-Monster als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof außer dem auf dem Friedhof gelegten Monster beschwören. Und natürlich Himmelblaugig als über einer Drache. Auch nicht so schlecht. Dann zweimal Mate mit den blauen Augen. Die synergiert sehr gut mit der Feldzauberkarte Mausoleum des Weißen, weil ich kann sie anwählen. Sie erlaubt mir einen weißen Drachen dann zu beschwören. Der haut mir einen noch auf den Friedhof. So wird eigentlich ziemlich gut. Und dann, wenn er an einem Friedhof auch noch ist, dann kann ich ihn durch eine andere Karte, Ruf des Silbernen oder so zum Beispiel, dann nochmal Spezialbeschwörung beschwören. Und dann halte ich schon zwei Stufe 8 Monster auf einem Feld. Und einen Empfänger Monster. Dann noch zweimal Weißer mit den blauen Augen. Sehr essentiell für dieses Deck, auch Stufe 1 Lichtempfänger und wenn ich die beschwöre, darf ich einen Lichtempfänger-Monster Stufe 1 von meinem Deck hinzufügen, außer sie selber oder er selber, ich habe keine Ahnung. Und ich kann diese Karte auch abwerfen, um einen Effektmonster zu wählen, also auf den Friedhof zu legen und ein Blaugig-Monster vom Spezialbeschwörungsschein von meinem Deck. Ich kann auch sie anwählen und den Effekt machen, dann habe ich wieder zwei Blaugig-Monster auf meinem Feld. So, dann noch natürlich zweimal der weiße Stein der Uralten. Ich habe ihn mir zweimal drin und ich glaube dreimal war ein bisschen zu heftig. Meiner Meinung nach. Und ja, wenn die auf den Friedhof gelegt wird,
habe ich in der einen Phase dann ein Blaugig-Monster-Spezialbeschwörung vom Deck beschwören. Und ich kann sie vom Friedhof verwandeln, um mir eine Blaugig-Karte vom Friedhof in meine Hand zurückzuschicken. Dann zweimal Drachengeist des Weißen. Er wird jetzt normal als Monster behandelt und auch als blauäugig. Und solange sie in einer Hand oder im Friedhof ist, wird als normales Monster behandelt. Dann fällt dann, wenn er Spezialbeschwörung beschworen wird, darf ich eine Zauber- oder Fallenkarte vom Gegner verbannen. Und ich kann ihn als Tribut anbieten und dann blaugig als Drachen als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören. Und natürlich braucht man hier dreimal blauäugig weißer Drache. In den verschiedenen Artworks, ich habe hier die Artworks gewählt eigentlich, weil die für mich am besten aussehen. Natürlich ist der in der Mitte der gut aussehendste, dann würde ich dann der oder der. Es gibt noch einen dritten, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn gerade auch da. Wie er ausschaut, genau hier. So gibt es ihn auch noch. So, dann. Okay, da kann man nicht wirklich viel erklären. Gibt es natürlich auch noch zweimal blauäugig alternative weiße Drache. Man kann einen blauäugigen Monster, weißen Drachen, von meiner Hand herzeigen und ihn dann als Spezialmischung beschwören. Und man darf einmal pro Spielzug eine Karte wählen oder ein Monster wählen, das der Gegner kontrolliert und zerstört. Dafür darf er halt nicht angreifen. Dann habe ich dreimal Amanju der 10.000 Hände. Genau, das sind die Höhlen fürs Extra-Deck. Das sind die Höhlen vom Main-Deck. Nur so, egal. Und Manchu der 10.000 Hände ist natürlich sehr gut. Wenn der als normal oder Flipbeschwörung beschwören wird, darf ich an auf meiner Hand ein Ritualmonster oder eine Ritualzauberkarte von meiner Hand hinzufügen. Meistens wählt man die Zauberkarte, außer man hat sie halt gerade in der Hand, dann macht man das Ritualmonster. Hier wird die Ritualzauberkarte, Chaosform. Ich habe nur die zwei drin, ich habe nicht diese andere Ritualkarte drinnen, weil ich finde, das hat das Deck eigentlich nicht nötig. Und man kommt schnell an die Monster heran, die was man eigentlich eh braucht. Und ja. Und ja, mit dem einfach ein Blaugig-Monster vom Friedhof oder Spielseite oder Hand als Bruder bieten. Und um dann den Blaugig-Chaos-Max-Drach zu beschwören. Ich habe nur zweimal drinnen, reicht vollkommen aus. Den weg zu pulverisieren ist eh schon mal schwierig. Hat 4000 Angriff, leider nur Verteidigung. Aber er kann so richtig reinfetzen, weil er kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden und auch nicht durch diese gewählt werden. Außerdem, wenn er ein Monster in Verteidigungsposition angreift, verfügt er den doppelten, das muss man sich immer leider Zunge zergehen lassen, Kampfschaden. Also wenn er wirklich ein Monster mit 0 Verteidigung angreift, macht er 8000 Schaden und macht einen OTK. Das ist so die Haupttaktik, eigentlich den rauszubringen, der Rest ist so eine Nebensache, so wie jetzt hier das extra Deck. Da habe ich einmal Samsara, Drache der Wiedergeburt. Was brauche ich? Warum habe ich den da drin? Es ist Stufe 5 von Synchro-Monster. Ja, natürlich. Das Einzige, was ich hier machen kann, ist mit Manju und ein Stufe 1 Empfängermonster. Dann habe ich meinen Manju weg. Weil der ist so ein richtiges Problem, wenn der auf dem Feld bleibt. Und ja, den sein Effekt ist, wenn der durch einen Kampf oder Karte zerstört wird am Friedhof gelegt, darf ich eine Karte im Friedhof, egal welchen Spielers, wählen und das als Spezialbeschwörung beschwören. Das ist so gut. Wenn der Gegner wirklich gute Monster auf dem Friedhof hat, hole ich sie mir einfach auf mein Feld. Oder natürlich einen blaugigen weißen Drachen oder so etwas ähnliches von einem Friedhof. Das ist wirklich so eine Art Retterkarte. Dann habe ich jetzt zweimal himmelblaugiger silberner Drache. Ja, bis, ich glaube, zwei Runden oder sowas, oder eine ganze Runde. Es sind meine Drachen von Karteneffekten, also die es halt als Ziel wählen und zerstören können, geschützt. Und ich kann immer während meiner Standby-Phase ein normales Monster und Friedhof wählen und als Spezialbeschwörung zerstören. Sehr gut eigentlich. Natürlich holt man diesen auch sehr leicht mit dem blauen Geisterdrache, der annulliert auch Effekte vom Friedhof und kann, wenn er sich selbst opfert, ein Licht Drachenmonster der Stufe 7 oder höher, denke ich mir, oder? Nein, okay, das hat gar kein Dings, einfach nur ein Licht-Synchro-Monster, die Drache als Spezialbeschwörung spielen. Meistens sind von denen, weil er schützt sich dann selber, weil es würde eigentlich am Ende des Spielzuges zerstört werden. So, dann habe ich einmal blaugiger Zwillings-Ausbruchsdrache.
brauche keine Fusion, mein Box muss einfach nur zwei blaue Monster, blaue weiße Drachen vom Feld auf die Rede fliegen, um sie beschwören. Er kann nicht durch den Kampf zerstören und wenn er angreift, das Ziel ist nicht zerstört, dann ist das gegnerische Monster einfach verbannt. Und er kann jeder Battle Pass bis zu zwei Angriffe auf Monster durchführen. Nun zu den Exit-Monstern, dann Donnerenddrache. Ich weiß nicht, ich habe ihn einfach mal reingegeben. Es gibt sicher gute andere Alternativen, aber ich habe mal den genommen. Ich kann zwei normale Monster der Stufe 8 brauche ich hier und einmal pro Spielzug kann ich einen Exit-Monster von dieser Karte abhängig zu alle anderen Monster auf dem Spielfeld. Kann durchaus praktisch sein. Dann der hier, Nummer 38 Hoffnungsvorbote Drachen Titanen Galaxie. Sehr langer Name. 3000 Angriff auch und zwei Monster der Stufe 8 und ich kann einmal während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, darf ich diese annullieren und als Material hier ansetzen. Also an diese Karte setzen. Und wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert, man kann ein Exit-Material von dieser Karte abhängen und ändere das Angriffsziel auf diese Karte und führe die Schadensberechnung durch. Falls ein oder mehr offene Exit-Monster, die du kontrollierst, durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden, du kannst ein offenes Exit-Monster wählen, das du kontrollierst. Es erhält ATK in Höhe der Grund-ATK und eins der zerstörten, von eins der zerstörten Monster. Sehr langer Effekt. Wichtig ist nur, annulliert Zauberkarten. Galaxieaugen, Cypher-Drache. Zauberkarte Stufe 8 und es ist ein Galaxieaugen. Das muss man hier natürlich sehr betonen. Man kann hier ein Material von ihm abhängen und ein gerätisches Monster wählen, die Kontrolle übernehmen und es zählt jetzt dann als Galaxieaugen, Cypher-Drache. Effekte werden annulliert und die ATK werden zu 3000. Das ist natürlich sehr gut, wenn der Gegner auch ein Exit-Monster hat, mit einer, das ist eigentlich scheißegal, weil es wird einfach, wenn es einfach ein Exit-Monster ist, man holt es und es zählt als Galaxie-Augen-Cypher-Drache, dann könnte ich auf das gestohlene Exit-Monster Galaxie-Körper-Panzer-Drachen-Fotonen-Drache rauflegen, weil er kann entweder mit 3 Monster Stufe 8 oder er kann auch einfach als Exit-Monster beschwert werden, indem man einfach ein Galaxie-Augen-Exit-Monster, das ich kontrolliere, als Exit-Monster verwende. Somit habe ich dann die zwei auf dem Feld, wenn ich eins stehle, ein Exit-Monster. Und der Effekt ist, man kann ein Material abhängen und eine Karte vom Gegner zerstören. Eine offene Karte. Ja, und irgendwelche Ausrüstungseffekte, aber das brauche ich nicht. Dann Nummer 95, Galaxie-Augen, Dunkelmaterien-Drache, kann ich dann wieder drauflegen. Einfach an den Galaxie-Augen-Monster wieder mal. Und nur der, auf den kann man nichts mehr drauflegen, leider. Das ist seine Effekte. Und man kann drei Monster von dem Drache mit unterschiedlichen Namen von Deck auf den Friedhof legen und dann Gegner verbannt drei Monster von seinem Deck. Und ich kann auch ein Material von dieser Karte abhängen und diese Karte kann in diesem Spielzug in jeder Battle Phase bis zwei Angriffe gegen Monster durchführen. Auch sehr gut. Dann noch so als kleines Extra habe ich hier Nummer 15 Gimmick-Magnete, Riesenfleischwolf. Kann Exit-Monster zerstören oder generell ein spezialbeschwungenes Monster zerstören. Und auch noch vielleicht einzelne Exit-Monster war, die Gegnerschaden höher der Grundartikel zufügen. Ja, ich habe ihn eigentlich nur drinnen, weil er Finsternis und Rang 8 ist. Genau den hier, aber der hat noch einen Nebeneffekt, einen guten. Nummer 23, Lancelot, dunkler Ritter der Unterwelt. Sein Effekt ist einfach, er kann direkt angreifen, solange ein Exit-Material hat und wenn Kampfschaden zufügt, kann ich eine offene Karte wählen, die mein Gegner kontrolliert und zerstören. Und einmal während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn eine Zauber- oder Feindkarte aktiviert wird, annulliere ich sie. Ja, aber ich brauche die Materialien wegen Nummer 84 Schmerzsucher, der ist eigentlich nur so als Überbrückung da, macht 600 Schaden, wenn eine Zauber- oder Feindkarte aktiviert wird. Und bekommt 100 ATK oder Angriff mal der Exit, was gemeinsam mit dem Rang aller Exit-Monster, die ich kontrolliere. Ja, aber das brauche ich nicht. Eher mehr für Nummer 77, die 7 Sünden, habe ich das da drinnen. Dass ich den und den mache, und drüber und dann nochmal drüber, das kann man machen. Und er hat 4000 Angriff, 3000 Verteidigung, kann, wenn er zerstört werden würde, ein Material verlieren. Ich kann zwei Material von dieser Karte entfernen und alle als Spezialbeschwörung und Monster, die den Gegner kontrolliert, verbannen und da kann ich eines davon als Material an diese Karte anhängen. Also auch sehr gut, eine sehr starke Karte.
hält Angriffe von Utopia aus. Und ja, das war mein blaue Monster-Deck. Natürlich könnte man andere Sachen ins Side-Deck reingeben, man könnte Spiegelsdrachen reingeben und mehr Fusionsmonster reingeben, zum Beispiel der erste Drache, fünfköpfiger Drache, Neoblock, ultimative Drache, ja, oder einfach den guten alten, also ultimativen Drachen da hier, dreiköpfigen. Das war's. Auch schon wieder, falls Anregungen sind, Verbesserungsvorschläge, dann einfach in Kommentaren schreiben. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert mich, um mehr Informationen zu bekommen. Und bis zum nächsten Mal. Und falls euch wundert, warum da keine Linkmonster sind, ja, es braucht keine Linkmonster, weil vielleicht schenkt sie sogar dagegen, oder? Extra Deck zu. Bis zum nächsten Mal.